Neues Spiel, neues Glück. Ja, wir kriegen aber auch schwache Leute heute. Also, ich möchte jetzt keinen runterreden hier, aber für unser Rating sind das schon schwache. Ich spiele gerne gegen. Okay. Also, wenn man sowas spielt, ne? Dann darf man sich echt nicht beschweren, warum man verliert. Also, Dame E7. Muss ich sogar überlegen. Also, er kann doch nicht mal D5 spielen. Wir spielen einfach mal Läufer C4. Jetzt sagen wir, bauen uns einfach mal normal auf. Ich weiß nicht, Dame E7. So, pf, G5. Also, er möchte mich, glaube ich, hier total verarschen. Aber ich mag das, wenn man wenigstens mal eine Eröffnung hat, die man nicht so kennt. Tja, Springer auf A6 und Bauer auf G4. Ist das nicht wunderbar? Wichtig bei solchen Eröffnungen ist es, nicht gleich in den Drang zu verfallen. Ich muss das jetzt bestrafen oder so. Ich muss jetzt hier aber D5 spielen, weil sonst spielt er D5. Bisschen ärgerlich. Eigentlich wollte ich die Stellung nicht schließen. Er wird doch nicht raus, er wird wahrscheinlich Läufer G7 spielen. F6. Boah, F6? Ernsthaft? Meine Dame gleich nach. Boah, ne. Das ist ja voll vorbei. Primo über den Zug mal. Also gleich. Was hat er jetzt schon wieder vor? Kann ich ihn einfach Springer B5 spielen? Ich bin auf dem C5, Läufer B5, Läufer D7. Springer C7. Hätte ich dann schon mal. Kann ich hier nicht Springer B5 spielen? Ich kann Springer B5 spielen. Weil ich habe immer Springer F8. Und Läufer H6. Völlig egal, was er dazwischen zieht. Am besten wäre natürlich Läufer. Ja, kann natürlich auch den spielen. Okay, jetzt hat er auf Springer F8. Dame F8. Ich habe hier Dame G. Oder spiele ich Läufer H6. Jetzt bin ich aber unentschlüssig hier. Okay, wir haben jetzt zwei Bauern und mega Angriff. Jetzt ist dann nur die Frage, wie wir es spielen. Ich kann hier Läufer A6 und Dame G4 spielen, aber dann hat er Turm G8 und ich weiß nicht da. Okay, ja, ich Dame A5. Wahrscheinlich ist Läufer A6 auch ein guter Zug. Läufer A6, Dame G4. Aber immer dieses auf E6 rausnehmen, das mag ich dann auch nicht so. Vielleicht sollten wir auch einfach F4 spielen. Wenn er dann F4 nimmt, dann haben wir immer noch Läufer F4, wenn er Läufer E6 spielt. Haben wir F5 am Ende, Dame C8, dann Dame D5, dann kriegen wir den Turm schon mal in der Ecke. Ist ja auch schon mal eine feine Sache. Spielen wir F4. Wenn er EF4 spielt, aber Läufer F4. Oh, ich glaube, das war ein Fehler. Ja, das war ein Fehler. Dame D5. Pre-Move. Ich frage, ob ich den Turm überhaupt nehmen soll. Wegen Dame C5. Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich sollte ich erstmal Läufer E3 spielen. Aber Dame C5 habe ich natürlich gerade erst gesehen. Deswegen spiele ich Läufer E3. Auf A6 oder so, einfach Läufer A4. Da muss er jetzt irgendwie seinen Turm freikriegen, weil Springer D7 wird ihm nicht helfen. Oder Springer A6. Was will ich da? Hä? Was? Komplettes Chaos hier. Komplette Destruction.
Er hilft mir sogar. Aber der König hat 2 G4, König G3 spielen. Wahrscheinlich ist Läufer E3 jetzt ein guter Zug. Also Dame F7 verstehe ich auch nicht so ganz. Dame G7 matt. Also Dame G7 Turm H1. Oh, 2499, ist das bitter. Ja, also Leute, wenn ihr wirklich besser werden wollt, dann spielt ihr Öffnung, die ihr trainieren wollt, auch im Blitzen. Also Blitzen sollte ich euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr normale Öffnung spielt, aber jetzt bei Bullet oder so ist das scheißegal, da könnt ihr spielen, was ihr wollt, oder 3 Minuten Schach, empfehle ich sowieso nicht. Ich empfehle euch auf jeden Fall 5 Minuten und 15 Minuten, weil in 5 Minuten könnt ihr eure Öffnung trainieren. Betrachtet es einfach als Eröffnungstraining, dieses Blitzen. Auch wenn ihr verliert oder gewinnt, ist vollkommen egal. Einfach sagen, ich trainiere meine Eröffnung. Und wenn ich die Eröffnung gut hinspiele, dann ist es gut. Wenn man dann noch gewinnt, ist es natürlich noch besser. Also. Und natürlich dann nachher die Partien angucken. Aber wer sowas spielt, nach 5 Zügen so eine Stellung auf dem Brett hat. Also, wenn ihr weiß seid, könnt ihr sagen, boah, geil. Ich hätte ja auch was anderes spielen. Ich muss ja auch nicht. Ich kann auch Läufer B3 spielen, also. Oder Läufer H6 kann ich auch spielen. Oder Springer F8 kann ich sogar spielen. Hier wäre es besser gewesen, wenn er rausgenommen hätte. Weniger Probleme gehabt. Aber er hat ja Läufer E6 gespielt. Das Ding ist, wenn er hier auf F4 genommen hätte, hätte ich ja entweder das zurückschlagen gehabt, also mit dem Springer oder mit dem Turm. Ja, oder mit dem Läufer, meine ich. Aber ich hätte auf jeden Fall einen Läufer genommen. Das wird ihm auch nicht viel weiterhelfen. Das ist. Ich habe hier. Warte mal. Ich bin so stark. Ich weiß gar nicht, was ich bin. Ich habe so viele Möglichkeiten hier einfach. Ich kann sogar B3 spielen, einfach nur um Läufer C4 zu drohen. Der hat da nichts drauf. Er kann nur die Dame ziehen und dann kann ich. Also was auch immer spielen. Jetzt muss ich auch E4 decken. Wahrscheinlich muss ich das noch nicht mal. Ach, ich weiß auch nicht. Hier geht einfach alles. Na gut, hier nach. Genau, hier kann ich nicht nehmen, wegen Dame C5. Unangenehm, weil ich möglich meinen Läufer nicht abgeben. Deswegen Läufer E3, Springer D7. Er musste A6 spielen, weil alles andere hilft ihm nicht weiter. Ach, er hat nicht mehr Läufer A7, das sehe ich ja jetzt erst. Okay. Hat eigentlich gar nichts mehr, was den Turm rettet. Okay, dann war Springer D7, okay. Ich habe echt gedacht, dass er A7 macht, aber mein Läufer steht ja da. Ja, Hashtag blind wieder. Irgendwie so im Vorrechnen bin ich sowas von ungenau, aber irgendwie habe ich dann immer trotzdem recht. Also im Blitzen ist das so bei mir. Ich bin sowas von ungenau im Vorrechnen, also wie gerade, ne? A6, Turm A7, dann kommt er raus, aber er kommt ja gar nicht raus. Das ist einfach vorbei. Also ich wollte jetzt nicht König F2 spielen, weil. Hätte ich wahrscheinlich auch machen können. Er wollte ihm nicht unnötig irgendwas geben, was er nicht hat. Ja, auch gegangen. Ist auch egal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao.